Hi, wir machen heute mal eine Bacon Bomb, eine klassische Bacon Bomb. Eigentlich schon oft gemacht, aber noch nie verfilmt irgendwie. Das machen wir mal heute. Eine Bacon Bomb ist eigentlich immer ein Klassiker unter den Grillgerichten. Schmeckt richtig gut und was ihr dafür alles braucht, zeige ich euch jetzt gleich erstmal. So, als erstes haben wir hier Hackfleisch. Das ist jetzt ein Kilo, halb-halb, also halb Schwein, halb Rind. Hier haben wir unser Grillgewürz, unser Magic Dust. Dann brauchen wir Bacon. Hier haben wir etwas Mozzarella, etwas Cheddar-Käse. Dann brauchen wir Macaroni, Jalapenos, eingelegte. Dann eine Zwiebel und drei Knoblauchzehen. Als erstes könntet ihr die Nudeln schon mal vorkochen. Die brauchen jetzt 9 Minuten hier, das heißt, ich ziehe mal 2 Minuten ab, damit sie nicht ganz durch werden. Die sollen also nachher noch ein bisschen in der Bacon Bomb durchziehen. Also ungefähr 1 bis 2 Minuten weniger kochen als angegeben auf der Packung. Dann geht es weiter mit der Zwiebel, dem Knoblauch und den Jalapenos. Die werden wir jetzt nämlich erstmal klein machen. So haben wir das Ganze jetzt klein geschnitten und das packen wir jetzt erstmal zusammen hier in das kleine Schüsselchen. Das kann sich ruhig vermischen. So, jetzt kümmern wir uns ums Hackfleisch. Das wird jetzt nämlich gewürzt mit unserem Magic Dust. So, und dann vermengen wir das. So, wenn alles schön vermengt ist, kümmern wir uns ums Bacon-Netz. Das habe ich schon mal gezeigt. Ich zeige es nochmal. Und zwar nehmen wir da die einzelnen Scheiben, legen die schön lang nebeneinander. Da wir ein bisschen mehr Fläche haben, machen wir ein größeres Netz als einfach nur ein quadratisches. Legen wir quasi überlappend zweimal so nebeneinander. Das klebt dann hier an der Stelle ein bisschen fest. So. Dann legen wir locker erstmal so ein Brett voll. So. Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir quasi jedes zweite, legen das einmal um. Da kommt jetzt die nächste Schicht Bacon quer drüber. Das kann jetzt hier ruhig ein bisschen überlappen. Wir haben jetzt 2 Scheiben, die wir jetzt hier lang legen. So, jetzt legen wir das wieder zurück. Haben wir den Anfang hier gemacht und die nächsten Scheiben, die wir jetzt umlegen, legen wir von hier rum. Dann auch wieder jede zweite. Ja, super, auf den Bacon gelegt. So, jetzt legen wir quasi hiervon wieder eine rüber. Hin und wieder umschlagen. Wenn sich mal eine löst, ist das nicht so dramatisch, kann man ja quasi wieder zusammenstecken. So, und so machen wir das mit dem ganzen Bacon-Netz immer weiter. Und so haben wir uns jetzt ein schönes großes Bacon-Netz gemacht. So, als nächsten Schritt gehen wir jetzt das Hackfleisch da drüber und verteilen das so ein bisschen. Sollte ungefähr so ein Zentimeter nachher dick sein. Bis nicht ganz an den Rand, damit wir nachher noch ein bisschen Spiel haben,
um das Ganze zu verkleben. Hier haben wir uns ein schönes Viereckchen gebastelt. Jetzt geben wir einfach mal ein bisschen die vermischten Zwiebeln mit dem Jalapeno und dem Knoblauch darüber. Einfach so ein bisschen drüber streuen. Und als nächstes nehmen wir unsere Macaroni und die legen wir dann einfach quer darüber. Müssen wir mal gucken, wie es am besten passt. Ungefähr so. Und jetzt schön penibel einfach alles nebeneinander, bis die Lage voll ist. So haben wir jetzt die Nudeln schön in Streifen dann über die Hackfleisch und Gemüsemischung gegeben und jetzt nehmen wir einfach ein bisschen Mozzarella und streuseln den da drüber. Wie gesagt, den Rand ein bisschen freilassen, weil das sonst nachher nicht mehr kleben würde. So, da geht also eine ganze Packung bei drauf. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen von dem Cheddar. Da zupfen wir jetzt einfach so kleine Stückchen ab und legen das grob darüber. So, und jetzt kommt eigentlich der schwierigste Teil. Jetzt müssen wir das Ganze zu einer Rolle formen. Den Rand ein bisschen frei machen. So. Das heißt, wir müssen das jetzt greifen und wickeln das zusammen. Ein bisschen eng fassen. Bisschen hier, was da rausfällt, ein bisschen reindrücken. So, jetzt das Ganze ein bisschen ziehen. Damit es schön straff ist und wir hier, wie gesagt, zum Schluss noch ein bisschen über haben. So. Nicht den Bacon mitziehen, sondern nur den Inhalt quasi. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz im oberen Bereich und wickeln das einmal herum. Zack. Den Rand drücken wir zusammen. Und so kann das gute Stück jetzt auf dem Grill. So, den Grill bereiten wir ungefähr vor auf 160 Grad, nehmen ein indirektes Grillen, sprich in der Mitte die beiden Brenner, die ich jetzt hier habe, aus, die äußeren an und zusätzlich noch ein bisschen runterdrehen. Ich bin jetzt bei 250 Grad, das ist ein bisschen viel. So, und jetzt legen wir die einfach mal mittig drauf. Enden noch mal ein bisschen zudrücken, ein bisschen nach innen. So. Und jetzt warten wir ungefähr, bis das Fleisch eine Kenntemperatur von ca. 60 Grad hat. Ich steck mal dieses Thermometer hier rein. Ja, wird ungefähr 2 Stunden dauern das Ganze. So. Jetzt haben wir die Kerntemperatur auf knapp über 60 Grad. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir glazen das Ganze ein wenig. Nehmt da irgendeine Barbecue-Soße, die ihr gerne mögt. Eine ausprobiert mit Cranberries. Schmeckt so ganz gut. Könnte einen fruchtigen Geschmack noch geben an die Bacon Bomb. Mal gucken. So, die Bacon Bomb könnt ihr übrigens auch auf einer Kugel machen. Überall, wo man quasi indirekt grillen kann oder mit einem Minion Ring das Ganze ein bisschen steuern.
dass es um die 150, 160 Grad hat, dann klappt das auch damit. Ihr könnt die auch räuchern, auch das habe ich schon mal im Smoker gemacht. Schmeckt auch sehr gut. Die ist quasi mal die normale Variante ohne Rauch. Und weiter geht's. So, jetzt sind ziemlich genau 2 Stunden vergangen. Kerntemperatur genau 70 Grad und es sieht genial aus. Sehr, sehr geil. So, nehmen wir sie mal runter. Und Anschnitt. Lecker. Nudeln sind perfekt, Käse ist zerlaufen, sieht super aus. So, dann probieren wir mal einen Anschnitt bzw. die Bissprobe. Sieht total schön aus, auch diese 2 verschiedenen Farben vom Cheddar und von dem Mozzarella. Sehr geil. Sehr lecker. Einfach nur geil. Richtig gut. Probiert's mal aus. Ist ein richtig, richtig leckeres Gericht. Ganz klassisch. Eigentlich auch ganz einfach gemacht und schnell gemacht. Und super lecker. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Kommentar da, ein Like, abonniert meinen Kanal. Und ja, meine Bacon Bomb. Bis zum nächsten Mal bei Westmünsterland Barbecue. Ciao.